April 10th, 2011. The young Pro Continental team NetApp has just finished its first year in the pro cycling circuit, and already they are facing their biggest challenge to date, their first World Tour race. Probably the toughest race that could have happened to the youngsters. A monument of cycling. The Hell of the North. Paris-Roubaix. With a man in the breakaway and all newcomers finishing in the famous Roubaix Velodrome, their quest to join the highest echelon within the pro peloton seems on track. Yet this year, with wildcard entries into the Tour of Flanders and the world's toughest and most beautiful three-week stage race, the Giro d'Italia, it's a whole new story. Die haben dort sicherlich nur Außenseiterchancen, dessen Rolle sind wir auch bewusst, aber die nehmen wir gerne an und wir versuchen mit viel Motivation auch einiges zu kompensieren. Das Schwierigere an der Sache ist, dass man einfach nicht die Möglichkeiten sowohl finanziell auch in anderen Sektoren hat, wie die ganz großen Mannschaften. Man muss viel improvisieren und man muss viel kompensieren mit Motivation. Aber wenn das dann gelingt, dann ist sicherlich der Moment des Erfolgs schöner, als wenn man sich den Erfolg sozusagen mit viel Geld kauft. The sheer logistical challenge will stretch the team beyond its max, while the athletic demands on the riders will take them to their breaking point and beyond. Wenn ich dran denke, wie K.O. das der eine oder andere war, letztes Jahr schon nach der Tour de Suisse, und es ist noch nicht mal Halbzeit beim Giro, dann wird es schon noch mal ein Eck schwerer wie letztes Jahr bei der Tour de Suisse. Ich kann nur jeden Tag 100% geben und darauf hoffen, dass auch ein bisschen Glück dabei ist, und dann sollte sich der Plan aufgehen. Second League teams like NetApp rely on wildcards to show that they have what it takes to compete with the best of the best. To evolve to a fully fledged World Tour team, both the management and the riders need to break new grounds week after week, day after day, with no margin for error. Ich glaube, die Philosophie selber kam schon vom Sponsor von NetApp selbst, dass sie gesagt haben, ja, wir sind als Unternehmen auch so gewachsen, wir haben klein angefangen und sind dann von Jahr zu Jahr mit harter Arbeit, mit Engagement immer größer geworden. Und so fand ich auch die Idee und die Struktur, so ein Radsportteam aufzubauen, absolut faszinierend und auch richtig. Also ich finde es besser, als wenn man von nichts mit einem großen Team anfängt, sondern wenn auch so eine Geschichte hinter einem Team steht, dass man mit jungen Fahrern anfängt, die versucht, ganz nach oben zu führen. Und das war auch die Herausforderung für mich selber und hat mich auch überzeugt, in dem Team mitzuarbeiten. As Team NetApp's evolution continues into its third year, Manager Ralph Denk scrambles to put adequate logistics in place to keep up with the challenge of riding a three-week Grand Tour. Das Team ist natürlich eine größere Hausnummer wie für die Rennfahrer. Wir sind logistisch eigentlich nur bedingt aufgestellt für eine dreiwöchige lange Rundfahrt. Und wir müssen hier und da schon improvisieren. Wir werden am Giro sicherlich noch Einarbeitungsphasen haben und es wird sicherlich nicht das alles 100% perfekt laufen. Das andere ist, dass wir speziell für das Zeitfahren nicht die Möglichkeiten haben, Aerodynamik-Tests zu machen, Windkanaltests zu machen. Da fehlt uns einfach das Budget, die finanziellen Möglichkeiten. Hier haben wir sicherlich nicht vom Materialsektor, sondern vom Einstellungssektor der Räder einen Nachteil gegenüber unseren Konkurrenten aus der ersten Division. While Ralph works tirelessly
to assemble the required pro-level logistics and support, the riders escaped the harsh northern European winter in a training camp at the southern tip of Spain. To prepare for the technical challenges of the Giro, sports director Enrico Poichka has scheduled several days of focused training for the demanding team time trial. Die Rennfahrer sind ja alles Rennfahrer. Die wollen Rennen fahren und die wollen nach oben. Unsere Rennfahrer sind sicherlich in der Gehaltsleiter noch nicht da, wo sie hinwollen. Deswegen machen sie die Rennfahrer oft den Druck selbst. Von uns, von der Teamseite, kommt natürlich auch Druck, weil meine sportlichen Leiter und ich selbst motiviert sind, Rennen zu gewinnen. Man geht ja nicht zum Radrennen, um Fünfter oder Achter oder Elfter zu werden. Sondern man will ja gewinnen. Und der Druck ist einfach, wenn man leistungsorientiert denkt, der kommt von selbst. Cesare Benedetti is one of the original Team NetApp riders. His dedication and work ethic have made him a favorite to be selected for the 9-man Giro squad. At his Lake Garda home in Italy, he tells us about his very first bike crash and finding his place in the pro peloton. Mi ricordo di preciso che età avevo, comunque intorno dai 3 ai 5 anni. È stato mio papà a insegnarmi a andare in bici, a togliermi le rotelle dalla bici. E nella piazza della chiesa del mio paese, Renzo Chienis, c'era abbastanza spazio per girare senza cadere. Una cosa invece che mi ricordo, anche se non so di preciso a che età, è che sempre in quella piazza una volta volevo passare sotto la rete da pallavolo, invece non ho abbastanza la testa e sono finito. La bici è andata avanti e sono rimasto lì salato per terra. Ma sarà la prima volta una corsa a tappe lunga di 3 settimane, per adesso la più lunga che ho fatto è stata di 10 giorni. Penso che il miglior modo per arrivare con un bel colpo di pedale, con una bella gamba al giro, sarà quello di cercare di correre il più possibile altre gare prima del giro, appunto. Solo le gare danno quella gamba che serve per competere ad alto livello. Sì, quando ero dilettante andavo bene, abbastanza forte, un po' su tutti i terreni. Poi nel ciclismo professionistico le cose cambiano, si può fare sempre quello che si vuole. Personalmente devo ancora trovare un po' la mia dimensione. Non sono vincente, ma nel ciclismo non tutti possono vincere. E la squadra è composta da più corridori, uno vince e gli altri lo aiutano. E penso probabilmente che il mio spazio nel ciclismo sia quello, cercare di essere un buon gregario, di aiutare, essere un buon aiutante e quando c'è l'occasione di sfruttare l'occasione, magari fare un risultato anche per se stessi. Pro cycling is indeed about one winner and a loyal team of supporters, both on the bike and behind the scenes. The best teams go on to take victory. For Team NetApp, the chance to ride the Giro is the ultimate test to see how much they've grown in the last 3 years. Will victory greet them down the road? The months ahead will tell the story.
Angst hat definitiv kein Rennfahrer, sondern man wächst ja mit seinen Herausforderungen und die wollen ja alle dahin, die wollen ja alle nach oben und die freuen sich auf die Aufgabe und auf die Herausforderung. Ja, so eine 3-Wochen-Rundfahrt ist für jeden eine Herausforderung und man kann auch nie vorher wissen, wer verkraftet das oder wer hat vielleicht Probleme, 3 Wochen durchzufahren. Wir haben 3 Rennfahrer im Team, die schon mal eine 3-Wochen-Rundfahrt gefahren haben. Da sind wir uns auch sicher, dass die das nochmal schaffen. Und es ist sicherlich eine schwierige Sache, da die richtigen Rennfahrer auszuwählen. Aber wir glauben, dass wir Rennfahrer in den Reihen haben, die das alle schaffen können und sind alle motiviert. Und so denken wir, da auch eine Mannschaft an den Start stellen zu können, die auf jeden Fall auf sich aufmerksam macht, die teilweise auch in Ausreißergruppen dabei sein kann. Und vielleicht, wenn sich jemand auch sehr gut entwickelt, noch bis dahin vielleicht sogar einen Überraschungserfolg landen kann.